Ich könnte was zu essen vertragen, während wir warten. Zu schade, dass sie den besten Sushi-Laden auf der Citadel zerlegt haben, was? Was heißt hier ich? Ich war das doch gar nicht. Es passiert nicht jeden Tag, dass sich eine Quarianerin unter die Reichen und Schönen mischt. Aber es hat offensichtlich Spaß gemacht, ein wenig für Aufsehen zu sorgen. Ich mache alles, damit du mich irgendwohin mitnimmst, wo es schön ist. Es war gerade ein bisschen creepy, dass sie über ihre Schulter geguckt hat mit dem Kopf, ohne sich ansonsten zu bewegen. Hey. Ich sehe in einem schicken Kleid verdammt gut aus, Commander. Ich brauche eine Gelegenheit, um es zu tragen. Mal sehen, was ihr tun auch. Lässt. Ihr seid alle so creepy, wenn ihr eure Köpfe so über den Rücken dreht. Na gut, nee, ich nehme euch nicht mit zu irgendwelchen Abendbällen. Das ist schon, da nehme ich schon die mit der ich zusammen bin. Grüße, Commander. Hey. Das Casino veranstaltet in einigen Monaten wieder eine Gala. Soll ich mich um Tickets bemühen? Einmal hat gereicht. Die Party soll ja fantastisch gewesen sein, auch wenn nicht alles so lief wie geplant. Wenigstens war es nicht völlig umsonst. Gut, wen haben wir denn da noch? Ich dachte eigentlich, Liara ist hier mit beschäftigt. Ah nein, Edie und die Tante, stimmt ja. Verdammt, Commander. Sie können nicht mal auf eine Party gehen, ohne dass jemand sein Leben verliert. Wieso gibt's hier eigentlich nichts Richtiges zu essen? Man sollte meinen, eine Bude wie diese wäre gut ausgestattet. Ja, geh doch was einkaufen. So, Steve. Klingt, als hätte die Mission mit einem Problem geendet. Oh, Quatsch. Ich bin jedenfalls froh, dass unser Team unversehrt zurückgekehrt ist. Das ist doch kein Problem gewesen. Das passiert eben. Ein bisschen Kollateralschaden gibt's immer. Nicht wahr, Garrus? Du solltest dich da ja auskennen. Gab's wieder Begegnungen auf Leben und Tod mit Aquarien? Nicht? Nee? Schade. Ich höre Vegas Magen bis hierher knurren. Ich glaube, das wird mir noch eine Weile anhaften bleiben, dass ich mich durch ein Aquarium gestürzt habe. Was ist los, Shepard? Wollten Sie kein Date mit mir? Zu viel Kroganer für Sie. Dieses Problem haben viele Leute. Die meisten davon sind tot. Ach, ich hätte dich gern in einem Abendkleid gesehen. Hätte bestimmt cool ausgesehen. Commander, statt das Casino in einer Verkleidung zu infiltrieren, es wäre besser gewesen, alle Primitiven als Geiseln zu nehmen, mit dem Tode zu bedrohen und der Reihe nach zu erschießen, bis sie ihnen geben, was sie wollen. Ich werde nächstes Mal mit Freuden assistieren. Es ist immer wieder zuckersüß, mit dir zu reden, Javik. Du hast immer die besten Ideen. Machen wir beim nächsten Mal so, okay? Diesmal nicht. So, achso, hier komme ich ja gar nicht durch. Ich bin ein Held. Dann wollen wir mal schauen, was sie herausgefunden haben. Ja, ich bin ja schon da. Erstmal mit Edie reden. Ich bin froh, dass meine körperliche Anwesenheit für den Erfolg der Mission nicht notwendig war, Shepard. Erstmal sehen, was sie finden, bevor wir einen Sieg ausrufen. Commander? Edie und ich haben die Festplatten analysiert. Es gibt Ergebnisse, wenn sie soweit wären. Nur raus damit. Die Root-Struktur der Daten wurde gelöscht, aber die logische Intaktheit bleibt gegeben. Edie hat für sowas ein Wahnsinnstalent. Ich weiß, sie ist eine KI, aber trotzdem. Wir haben eine verschlüsselte Kommunikation gefunden, ein paar Tage alt. Sie ist in einer Minute geknackt. Eine ganze Minute? Das schafft Edie sicher in 5 Sekunden. Ich dachte, ich gebe Analystin Brooks die Chance, sich beim Entschlüsseln zu verbessern. Und jetzt kannst du nicht mehr glänzen. Muss sie auch nicht. Sie sind die Crew der Normandy. Sie sind Legenden für uns bei der Allianz. Legenden können gut oder böse sein. Was sind wir? Sie sind die Art, zu der man aufschaut, der man sein Leben verdankt. Und warum schießen dann immer alle auf uns? Das liegt nur an Ihnen, Rex. Je größer das Ziel, desto größer das Ziel. Soll das heißen, ich habe zugenommen? Es heißt nur, dass jetzt mehr Legende da ist. Tja, vielleicht bist du ein bisschen bequem geworden. Die Freundschaft. Ich glaube, das ist Ihre Geheimwaffe. Das gehört alles zum Job. Moment. Job? Heißt das, sie werden alle dafür bezahlt? Los geht's. Wow, die Söldner, die hinter ihnen her waren? Sie haben viele Waffen gekauft. Schwere Waffen. Max? Wofür brauchen die denn so viel Feuerkraft? Sieht aus, als plane die Drohne einen Aufstand. Ich habe nur den Spectre-Zugangscode des Commanders in den Citadel-Archiven überwacht. Auf den Schirm.
Eine Notabriegelung der Archive. Wer immer ihre Unterlagen hackt, ist genau in diesem Moment dort. Was wissen wir über den Ort? Der Rat bewahrt dort heikle historische Informationen auf. Ich bin nicht mal mit meiner alten C-Sicherheit-Freigabe reingekommen. Dann müssen wir uns Zutritt verschaffen. Los, wir... Was macht der Volus hier? Ah, Pizzaservice. Ich hatte echt Hunger. Doppelt Pepperoni? Die Archive sind riesig. Eine zeitaufwendige Suche. Leider können sie nicht die ganze Crew mitnehmen. Wer sagt das? Bei dieser Sache kommen alle mit. Klasse. Aber wer bildet mit Ihnen die Vorhut? Und wer bezahlt die Rechnung? Der das Ding bestellt hat, ist es so herrlich. Ist halt mal ein bisschen anders, ne? Weil sie nicht im Dienst sind alle. Okay, ich möchte auf jeden Fall mal Rex jetzt mitnehmen. Jetzt im Kampfeinsatz können wir das auf jeden Fall tun. Und wen nehmen wir denn dann noch mit? In der Vorhut wäre natürlich eigentlich auch Jarvik nicht schlecht. Aber ich will mal Rex und Garrus wieder zusammen haben. Klar, warum nicht? Los geht's. Jetzt müssen wir bloß bei Rex noch ein paar Punkte verteilen, weil der natürlich frisch ist und dementsprechend auch neu ausgestattet werden muss. Müssen wir bestimmt auch mal bei den Waffen schauen. Haben wir nicht irgendeine mal aufgewertet? Mir war so. Hier den Graal-Dornenwerfer, natürlich. So, klatschen wir noch ganz schnell hier irgendwas rein. Zum Beispiel den Großkaliberlauf und die Durchschlagsmod, wenn es sowas gibt hier. Ach ne, hier heißt es ja Smart Drossel, ne? Ach ne, das ist was anderes. Egal, passt schon, passt schon. So, Pistole wird er wahrscheinlich sowieso nicht benutzen. Ich sehe es doch schon, komm. Das Ding hat aber hat ordentlich Gewicht, aber auch einen ganz guten Schaden, wie es scheint, ne? Na komm, kannst du ja mal ausprobieren. So, hier Durchschlagsmod und der Großkaliberlauf, genau. Okay. Dann wollen wir uns mal an die Punktevergabe machen. Erstmal bei Shepard, da hat sich das jetzt schon wieder erledigt, weiter geht's nicht. Bei Garrus können wir auch bloß einen auf die Annäherungsmine geben. Jetzt Rex. Haben wir mal mit Rex gekämpft? Nee, ne? Ich glaube nicht. Sollte eigentlich nicht, nee. Wirkungsrate ist Schaden. Machen wir mal Schaden. Handlungsunfähigkeit oder Aufladetempo. Gehen wir mal hier rauf. Mit Schaden gegen gepanzerte Einheiten oder generell den Schaden. Machen wir mal gegen gepanzerte. Okay. Dann der Kampfmeister, Gesundheits- und Schildbonus oder Waffenschaden, hier, Kraft- oder Schildaufladungsverzögerung, machen wir das. Gesundheit und Schilde von Gruppenmitglied, blablabla. Machen wir mal hier. Ich beschleunige das Ganze mal ein bisschen. So, Stimulanz-Pack, Schadensbonus oder Maximalschildbonus, Schaden, Pack-Kapazität, Dauer. Die Dauer der Kraft, den Waffenschaden oder die Dauer der Kraft, den Maximalschildbonus. Gehen wir nochmal auf Waffenschaden. Wunderbar. So, dann können wir noch auf die Granate kurz gehen. Schaden oder Wirkungsradius. Schaden. Kapazität oder Kraftdauer. Kapazität. Schmettern oder Schaden und Radius. Achso, dafür reicht es eh nicht mehr. Na gut, dann haben wir ja unsere Punkte ausgegeben. Los geht's. Ab ins Getümmel. Was ist der beste Weg in die Archive? Die Anlage liegt unter den Bezirken. Vielleicht ein Direktangriff wegen der Überraschung? Gefällt mir. Sie lernen langsam, wie es läuft. Wenn sie lange genug bei uns sind, lernen sie, wie es läuft. Sticht, schießt. Explodiert. Aber nicht zu lange. Sonst schließen sie doch Freundschaft mit den Asari. Das habe ich gehört. Die Archive sind irgendwo unter uns. Könnte schwierig werden, reinzukommen. Nicht wirklich. Krogana zuerst! Wir sehen uns, Prinzessin! Türöffner à la James, ne? Nicht schon wieder.
Tja. Ah, jetzt haben die auch richtige Namen hier dran stehen. Früher hatten wir wenigstens noch 5 Minuten, bevor eine Mission scheiterte. Was haben wir denn hier? Ah, was zum Sammeln. Brooks, gut. Sind Sie okay? Bin oben. Geh jetzt in den... Das reicht! Oh. Waffen fallen lassen, sonst nimmt ihr ein böses Ende. Sie misst Karl. Also gut. Ich weiß ja nicht, womit Sie hier durchkommen wollen. Sie können nirgendwo hin, sich nirgendwo verstecken, wo wir sie nicht finden würden. Verstecken? Wieso denn? Das ist ein Shepard. Ich bin Commander Shepard. Ich verstecke mich niemals. Ich dachte es mir gerade schon, als ich ihn so kurz gesehen habe. Aha. Daher weht also der Wind. Da hat sich jemand umoperieren lassen zu uns. Wer sind Sie? Sie waren nicht der einzige Shepard, den Cerberus ins Leben zurückgebracht hat. What? Und jetzt macht wenigstens einer von uns endlich etwas Vernünftiges daraus. Das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wo sind Sie hergekommen? Aus derselben DNA wie Sie. Ein Klon. Cerberus hat keine Kosten gescheut, um Sie wiederzubeleben. Und ich? Ich wurde erschaffen als Ersatzteillager. Falls Sie mal einen neuen Arm, ein Herz oder eine Lunge brauchen. Wo waren Sie die ganze Zeit? Im Koma, bis ich vor 6 Monaten erwachte. Während Sie auf der Erde in einer Gefängniszelle saßen, lernte ich, ein Mensch zu sein. Schon erstaunlich, wozu eine Person mit genügend neuralen Implantaten in der Lage ist. Ernsthaft jetzt? Das ist... echt ein Shepard-Klon von uns? Ist ja abgefuckt. Wenn Sie wirklich ich sind, spielen wir im selben Team. Wir spielen nicht mal in derselben Liga. Hat der Unbekannte Sie geschickt? Nein. Er hat mich im Stich gelassen, als er hatte, was er wollte. Sie. Aber wozu uns dann töten? Weil ich seine Erinnerungen nicht habe. Ich würde meine angeblichen Freunde niemals täuschen. Diejenigen, die ihre Pflicht vergessen und sich dem Shepard-Kult angeschlossen haben. Wie Sie, Garrus Vakarian. Ein ausgebrannter Bulle, dessen beste Zeit vorbei ist. Und Sie sind nur eine blasse Imitation des Originals. Ich bin das perfektionierte Original. Ich bin Sie, aber ohne Abnutzungen, Shepard. Ohne Zweifel, ohne Misserfolge. Ich bin der einsame Wolf, der Sie immer sein sollten. Ohne emotionale Altlasten, die mich bremsen. Niemand wird jemals glauben, dass Sie Shepard sind. Oh doch, wenn ich sein Schiff kommandiere. Hier spricht Shepard. Abriegelung der Normen, die einleiten. Übermittle jetzt die Befehlscodes. Gute Idee. Wirklich schade, dass das Signal blockiert wurde. Trainer, hier spricht Shepard. Bereiten Sie einen Notstart der Normen, die vor. Wir ziehen ab. Ich übermittle jetzt die Befehlscodes. Verstanden. Wird erledigt. Eher friert die Hölle zu, bevor jemand mein Schiff stiehlt. Ich stehle es nicht, wenn ich Sie bin. Alle hinrichten. Der Shepard-Kult endet hier und jetzt. Los geht's. Das ist ja mal eine Überraschung. Das finde ich krass. Okay, das ist wirklich cool, muss ich sagen. Sind noch alle da? Ist eine interessante Idee, die sie da hatten. Oh, wo sind die anderen? Na, sieh mal an. Gut, ich werde mal ganz kurz hier zu einem hinflitzen. So. Weiß nicht, ob das so gut ist hier ohne Panzerung. Aber was soll's. Haben Sie den Schuss gesehen, Brooks? So machen das Legenden.
Tja. Shepard, also der andere Shepard, hat nicht verstanden, was die Stärke von Shepard ausmacht. Das ist eben nicht der einsame Wolf. Ist das ein neuer Kampfspruch oder so, Rex? Ich dachte, ich probiere ihn mal aus. Mal sehen, wie er ankommt. So, mein Freund hier. Onkel Erdnott hat ein Geschenk für dich. Onkel Erdnott, wirklich? So schön. Tja, ich hab die absolute Freakshow. Alles gesichert. Und wo ist jetzt Ihr anderes Ich hin? Er rückt in die Archive vor. Gruppen zusammenhalten. Ja, lass mal kurz noch gucken, ob wir noch irgendwas haben. Vorhut. Jawohl. Was ist dein Mako? Etwas, das wir jetzt gut gebrauchen könnten. Der Mako? Sie übernehmen die Flanke. Verstanden. Und der Mako ist dem Hammer in nichts überlegen. Doch. Aber volle Kanne. Der Mako ist viel besser. Der macht viel mehr Spaß. Achso, nein, doch, natürlich. Der Hammer ist dem Mako nicht in allem überlegen. Oder in so gut wie nichts. Stimmt, James hat ja auch den Mako besser gefunden. Ach, der Mako, die guten alten Zeiten. Na gut, dann müssen wir mal einem Shepard den Arsch aufreißen, nicht wahr? Finde ich eine witzige Idee. Kommen wir hier durch? Ja. So, wir sacken mal kurz alles ein, was wir kriegen können. Ich bin echt gespannt, wie das hier ausgeht. Aber ich denke mal, am Ende muss Shepard, also der andere Shepard, ja eigentlich sterben. Weil der kann ja nicht weiter existieren. Oder? Schauen wir mal. Wow. Echt riesig. Shepard, was sucht Ihr Klon Ihrer Ansicht nach hier drin? Zum jetzigen Zeitpunkt ist alles möglich. Wie aufzuwachen und rauszufinden, dass Sie einen Klon haben? Ich möchte nicht darüber reden. Klar. Zumindest nicht, bis wir alle einen starken Drink hatten. Vielleicht sucht er seine Vergangenheit. Wie soll man hier drin irgendwas finden? Cliff? Ja, Commander? Hi. Schön, dich dabei zu haben. Ich halte mich über seine Position auf dem Laufenden. Um was für ein Ziel handelt es sich? Es sieht aus wie ich. Dann habe ich das Ziel gefunden. Aber nein, es ist nicht ich. Ich bin's nicht. Was ist los? Sofort, Commander. Ach, Cliff ist spitze. Gut, da drüben sind die anderen Trupps. Beschleunigen wir das Ganze mal ein bisschen. Bonjour! Na? Gut, einen Weg zum Umgehen finden. Wie wär's, wenn wir... Gehen Sie auf die Plattform, dann können wir Sie von hier aus absenken. Oh nein, ist doch etwas tief. Etwas weit. Achso, die gehören zusammen, die beiden Teile der Plattform hier. Oh, danke, dass ihr hier zugemacht habt. Das ist nett. Zugriff auf Kammer T91. Sehen Sie mal. Hier steht, diese Waffe war im Erstkontaktkrieg im Einsatz. Im Jahr 2157. Die hier? Das erste Zusammentreffen von meinem Volk und Ihrem Shepard. Natürlich ging das nicht ohne Kugeln. Relevante Daten wurden zu den Forschungsnischen hochgeladen. Okay. Commander, Ihr anderes Ich ist 200 Meter vor uns und sucht etwas. Wunderbar. Ein Kampf gegen den eigenen Klon. Das ist ziemlich verrückt. Selbst nach unseren Maßstäben. Aber praktisch. Alles, was Sie nicht selbst tun wollen, Shepard, können Sie ihm überlassen. Wie ein persönlicher Butler? Ich will nicht drüber reden. So ähnlich. Okay. Soll das auch Ihr Klon machen? So. Na dann, suchen wir mal nach unserem Klon. Sehr gut.
So. Bleib mal schön hier. Okay, wo sind denn die anderen hier? Stürzen wir uns gleich mal drauf. Zack. Oh, Mensch. Oh, man. So. Ja, wo seid ihr denn? Ich muss gerade erstmal selbst hier spielen. Ah, da unten. Okay. Los, ich gebe Deckung. Los! Jetzt greifen Sie zu schmutzigen Methoden. Hier ist Shepard. Wir brauchen... Schön. Finde ich gut. Deshalb hänge ich so gern mit euch allen ab. Warum einmal schießen, wenn's mit 47 Kugeln auch geht? Mein anderes Ich kann nicht weit weg sein. Weiter Druck machen, dann umzingeln wir ihn. Bewegung. Ach herrlich, ich finde den DLC großartig. Der ist nochmal so richtig schön zum Liebhaben, so ungefähr. Was haben wir denn hier abgefahrenes? Jahr 2157 CE. Erstkontaktkrieg. Verhör der Turianer. Kammer T91. Sir, wir haben diesen Menschen hier bei der Belagerung von Shoshi gefangen genommen. Ein Mensch. Ich habe noch nie einen getroffen. Und ich habe noch nie einen Vogel getroffen. Er trug diese Waffe bei sich, Sir. Sehr primitiv. Erwartet deine Art etwa, mit so etwas den Krieg zu gewinnen? Kugel ist Kugel. Ihr müsst noch sehr viel lernen. Und wenn wir die Erde erobert haben, werde ich es euch mit Freuden beibringen. Nein. Das ist nicht passiert. Okay, ist auch mal ganz witzig, in dem Archiv rumzuspringen. Und ich finde halt auch schön, dass der DLC sich wirklich überhaupt nicht ernst nimmt. Das ist so schön locker gemacht ist hier. Können Sie sich vorstellen, wie viel Geschichte hier lagert? Das muss ja Tausende zurückreichen. Ich wüsste zu gerne, was mein anderes Ich hier drin sucht. Begeben Sie sich bitte zum nächsten Notruf. Jahr 700 CE. Kroganische Rebellionen. Angriff auf den Rat. Kammer K306. Dies ist die einzige Videoaufnahme des Angriffs auf den Rat durch den kroganischen Overlord Craddock. Audio folgt. Ich habe genug gehört. Hätten die Kroganer sich nicht gegen die Rachni gestellt, wärt ihr ihnen heute alle ausgeliefert. Ihr gebt uns nicht, was wir verdienen, und zwingt uns somit dazu, es uns zu nehmen. Wir werden den Planeten Lucia niemals verlassen, so sehr die Asari auch weinen. Botschafter Kredak, Sie schaden Ihrer Sache mit diesem Gewaltausbruch. Falsch, Salarianer. Endlich ist unsere Sache stark genug. Die Verhandlung ist beendet. Sympathisch. Kroganische Diplomatie. Kennen wir ja schon. Fehlfunktion entdeckt. Fehlfunktion entdeckt. Fehlfunktion entdeckt. Verständigen Sie bitte das Wartungspersonal. Demnächst. Ich habe gerade anderes zu tun. Ey, danke. Ja, überall halt, ne? Ach, herrlich. So schön. Sollten wir ihm nicht eine Chance geben? Brechen Sie bitte nur für sich selbst. Ich bin nicht einmal eine Agentin. Machen Sie es einfach so wie Shepard. Überlassen Sie den anderen die Schwerarbeit. Wäre es wohl möglich, dass die Comedians auch mal was treffen? Sind sie heute alle wieder nett, Mensch? Okay, ich glaube, wir haben es, oder? Wir haben alle erwischt. Das heißt, Sie haben das getan. Beziehungsweise der Kroganer. Hammer und Mako, weiter vorrücken. Jawohl. Großartig. Es ist so schön.
Könnte mein Lieblings-DLC werden. 96 CE. Entfernung illegaler KIs. Kammer C940. Das sind die letzten KIs auf der Citadel. Diese Auslöschung ist gegen das Gesetz. Warum halten Sie daran fest, obwohl die Anhörung unseres Einspruchs noch gar nicht stattgefunden hat? Ruhe! Sie wissen, dass der Rat niemals sein eigenes Edikt zurücknimmt. Warte auf Ihren Befehl, Sir. Löschen Sie uns nicht aus. Los! Mies. Ich wusste gar nicht, dass auf der Citadel schon mal KIs rumgelaufen sind. Mensch, verrückt. Da wird Javik bestimmt einer abgehen, wenn er die Aufnahme sieht. Na gut, lass mal weiterziehen. Hier vorne jetzt weiter. Auf nach unten.